Ich habe eingangs eigentlich nicht erwähnt, dass es jetzt auch Möglichkeit zu Fragen, zu Diskussionen gibt. Und ich möchte das so machen, es gibt zwei Jugendräte, wo seid ihr? Die mit den Mikrofonen dann zu den Fragenden oder jenen gehen, die sich Fragen trauen. Kommt ja einer von euch zwei heraus oder alle beide? Noritz und... Ich hoffe, dass es keine Frage des Trauens ist. So. Zu Beginn möchte ich eines fragen, Frau Professor. In den letzten Tagen hat es Meldungen gegeben von Club of Rome. Und für mich war erstaunlich, ich habe in der Mitte der 70er Jahre das erste Mal das Buch gelesen und offensichtlich hat es hier einen kompletten Wandel gegeben. Da geht es nicht so sehr mehr um die Klimaziele, sondern so wie ich es aus den Medien entnommen habe, es geht darum, dass wir auch die Gesellschaft transformieren und wesentlich mehr in die Bildung investieren müssen. Ja, also natürlich ist ein Riesenunterschied zwischen 1972, wie das erste Buch Die Grenzen des Wachstums erschienen ist, denn 1972 waren wir sozusagen, wenn man das mit dem ökologischen Fußabdruck anschaut, waren wir noch unterhalb der Kapazitätsgrenze der Erde. Das heißt, da war es eine Frage dessen, dass wir sozusagen diesen Anstieg dämpfen. Aber jetzt sind wir drüber. Das heißt, jetzt müssen wir was ganz anderes machen. Also insofern muss das anders sein. Aber ich glaube nicht, dass es da nicht um den Klimawandel geht, sondern es geht genau auch darum, dass wir das Klimaproblem nicht lösen können, wenn wir nicht die fünf Kehrtwenden, die Sie beschreiben, in dem Buch verfolgen. Und das ist einerseits Armut, das ist andererseits Ungleichheit, das ist Ermächtigung der Frau, das gilt vor allem in Entwicklungsländern. Dann ist die Energiekehrtwende und die Ernährungskehrtwende, landwirtschaftliche Kehrtwende. Das sind die fünf Kehrtwenden, die Sie als notwendig beschreiben, und zwar die müssen schnell erfolgen, damit wir die Klimaproblematik lösen können. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass Sie das in den Vordergrund stellen, weil ich sehe immer mehr, dass es einfach sehr stark technologisch gedacht wird, wie kann ich CO2 reduzieren. Aber wenn ich nicht sozusagen die Rahmenbedingungen verändere, dann werde ich mit den CO2-Reduktionen nicht bis dorthin kommen, wo es notwendig ist. Also ich würde nicht sagen, dass das Ziel ein anderes ist, sondern der Weg ist jetzt ein, es ist klarer geworden, dass einfach ganz wesentliche Veränderungen in der Art, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen, notwendig ist. So, gibt es jetzt Fragen dazu? Danke für Ihren fulminanten Vortrag. Nur ein Kapitel haben Sie ja selbst gesagt, müssen Sie streichen, wahrscheinlich wegen der Zeit. Und das ist das Kapitel Schule. Und wir haben gerade jetzt in der Pandemie erleben müssen, wie die allgemeine Dummheit hochgekocht ist. Ich habe heute eine Sendung auf Ö1 gehört, wo das traurige Resümee war: Nirgendwo in Europa ist die Wissenschaftsfeindlichkeit so groß wie in Österreich. Das ist erschreckend und diese Fake News, die wir auf dem Gebiet der Medizin gehört haben, jetzt in den letzten Jahren, werden wir wohl in den nächsten Jahren vermehrt auf dem Gebiet des Umweltschutzes hören. Wie ich zum Beispiel vor dem Krankenhaus einer Taxifahrerin gesagt habe, in der absoluten Hitzeperiode, sie möge doch ihren Motor abstellen, hat sie heute mir dann gesagt, der Neusiedlersee sei in den letzten Jahren eh fünfmal ausgetrocknet. Das ist ganz normal, es gibt quasi keine globale Erwärmung. Und mit sowas müssen wir leben. Und da frage ich mich schon, als ehemaliger Lehrer bis vor 10 Jahren, wer soll dagegen ankämpfen? Wer soll da die Effizienz aufbringen, wenn nicht die Schulen, wenn nicht die Lehrer? Und ich glaube, das muss man einfach wieder mal angehen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Sie sich auch, in unserer Jugend hat es eine Sendung gegeben, die hat geheißen Autofahrer unterwegs. Das war eine der wenigen Radiosendungen, die ich mir auch ganz gern anhörte. Und die hat so viel Gutes erreicht, so viel mit Begeisterung, Straßenkameradschaft. Die haben wirklich da was hineingelegt. Die haben gesagt,
Ethik ist nichts Schlechtes, sondern Ethik braucht man fürs Zusammenleben. Das ist durch eine sehr weit gestreute Radiosendung geschehen. Die Schule könnte das auch. Aber in diesen 38 Jahren, wo ich Lehrer war, bin ich mehrmals vor den Direktor zitiert worden, weil ich politischen Unterricht machte. Einmal vor dem Bezirkshauptmann, weil ich in einer Umweltfrage mich dezidiert und deklariert habe. Ich glaube, da müssen wir wieder ansetzen. Ich habe also 71 maturiert, 76 mit dem Studium fertig geworden und uns ist im Lehramtsstudium gesagt worden, ihr sollt Mathematik unterrichten und Englisch und Philosophie, aber nichts anderes. Eure Meinung zählt nicht, die Ethik zählt nicht, die Moral zählt nicht, keine privaten Äußerungen. Und das gilt eigentlich immer noch. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, aber es gehört endlich einmal die Schule wieder zum, ja, zur Zukunftswerkstatt gemacht. Ich glaube, da haben die Fridays for Futures auch einiges erreicht. Ich glaube, es ändert sich an vielen Schulen etwas. Wir haben im Übrigen ein Programm, ein Kooperationsprogramm zwischen Universitäten und Schulen ins Leben gerufen. Es hat allerdings der Interimsregierung bedurft, damit es genehmigt wird, wo wir versuchen, mit also Universitäten, Studierende und Schüler gemeinsam Projekte zu machen, fachübergreifende Projekte. Ein Aspekt ist zum einen Möglichkeit, ein Angebot ist zum Beispiel, dass Schulen auch ihre CO2-Bilanz erheben sollen, und zwar nicht nur einmal, sondern kontinuierlich von Klasse zu Klasse das weitergeben. Und sich dann eben auch anschauen, wie verändert sich's und ergreifen wir Maßnahmen, die uns helfen, oder lassen wir es einfach laufen. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dass man hier agiert. Ich glaube auch, dass das Bildungssystem, und zwar nicht nur die Schule, ein Knackpunkt ist in Österreich. Und wenn man sich die Bewertungen anschaut, bei welchen nachhaltigen Entwicklungszielen ist Österreich vorne, bei welchen ist es eher hinten, dann gehört das Schulsystem, das Bildungssystem zu denen, wo wir, wenn es solide untersucht ist, eher hinten sind. Nicht zuletzt deshalb, weil in Österreich das Bildungssystem sehr wenig durchlässig ist. Also Kinder Eltern mit höherer Schulbildung gehen typischerweise auch in höhere Schulbildung, während andere Kinder, und das hat wenig mit Begabung zu tun, das hat mehr damit zu tun, was haben die Eltern. Und das ist eigentlich schade, weil wir auf diese Weise sehr viele hochbegabte Kinder nicht so ausbilden, wie es eigentlich ihr Potenzial wäre. Und das Schulsystem selber braucht auch eine Veränderung, aber leider auch das Universitätensystem. Wir bemühen uns sehr drum, aber ich kann Ihnen jetzt als eine Anekdote sagen, wir sind jetzt gerade eingeladen worden vom Bildungsminister zu einer Veranstaltung über, wie kann man das Vertrauen der österreichischen Bevölkerung in die Wissenschaft stärken. Und habe mir gedacht, ja, gut, dass das aufgegriffen wird. Und dann habe ich mich angemeldet und dann sieht man erst das Programm. Und der erste Programmpunkt ist eine Keynote, wo jemand darüber redet, wie unterscheidet sich oder was ist ähnlich zwischen Wissenschaft und Kabarett. Und da denke ich mir, da geht es offensichtlich nur um Kommunikation. Aber die Wissenschaft muss natürlich zuerst einmal etwas tun, damit sie vertrauenswürdig wird. Ich kann ja nicht nur darüber reden, wie kann ich Leute dazu bringen, mir zu vertrauen, wenn ich nicht vertrauenswürdig bin. Und ich glaube, dass die Wissenschaft gerade in der Corona-Zeit versagt hat, weil die Wissenschaft eigentlich darauf hätte drängen müssen, dass die unterschiedlichen Meinungen, die Hypothesen, die denen zugrunde liegen, dass die diskutiert werden und nicht, dass man manche einfach ausscheidet und die anderen für richtig erklärt, sondern dass man diese Diskussionen führt und zwar auch so, dass die Öffentlichkeit sie versteht. Und das ist überhaupt nicht passiert. Die Universitäten haben sich sofort in eine Position
begeben und haben das nicht weiter diskutiert. Und das ist das Gegenteil von Wissenschaft. Und dann ist gesagt worden, ich weiß nicht, 90% der Wissenschaftler sind dieser Meinung. Ja, wenn wir das so handhaben, dann hätte ein Galileo nie sich durchsetzen können. Dann würden wir immer noch glauben, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Dann hätten wir das Kindbettfieber immer noch. Es sind immer Einzelne, die sozusagen einen Schritt weitermachen, die erkennen, dass etwas anders ist. Und wenn man diese Ideen nicht diskutieren darf, weil es dann sofort von Verschwörungstheorie oder sonst was die Rede ist, dann leidet die Wissenschaft darunter. Das heißt nicht, dass jede einzelne Meinung, die geäußert wird, jetzt richtig ist und der nächste Galileo ist, aber wenn man sie nicht diskutiert, dann wird man nie draufkommen, ob das ist oder nicht. Und ich glaube, dass die Wissenschaft hier Fehler gemacht hat und das Wissenschaftssystem Fehler gemacht hat. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und das gilt natürlich auch für Schulen. Wir haben auch jahrelang oder viele Jahre hinweg haben wir von der neutralen, von der wertfreien Wissenschaft geredet. Wir wissen inzwischen, dass es die nicht gibt. Natürlich ist Wissenschaft nicht wertfrei. Das Wesentliche ist, dass man sich zu seinen Werten auch bekennt und das auch sagt. Dass man sich eben, ich setze mich zum Beispiel für Klimaschutz ein, ich könnte auch sagen, wenn ich eine andere Position hätte, ich bin Biologe und es gibt alle Arten kommen und gehen, wenn sie sozusagen mehr fressen, als verfügbar ist für sie, und wir tun das im Moment, dann gehen sie halt wieder zugrunde. Ist auch eine Position, kann man diskutieren, ob sie ethisch vertretbar ist oder nicht, aber das Wesentliche ist nicht, dass man keine Position hat, sondern man soll eine haben, aber man soll sie auch deklarieren. Und man soll nicht so tun, als ob das die einzig mögliche wäre. Das gilt auch für Lehrer. Auch Lehrer haben selbstverständlich eine Meinung und selbstverständlich schwingt die durch. Und man sollte auch darauf aufmerksam machen, dass das die Meinung ist. Oder die Weltanschauung ist, was immer. Ja, guten Abend, Otto Bauer aus Kremsmünster. Frau Professor, beeindruckend Ihr Vortrag. Ich glaube auch, die Jugend ist wirklich gefordert, die Jugend auf die Straße zu gehen, noch viel lauter zu werden. Die Jugend muss rebellisch sein, die Jugend darf sich nichts gefallen lassen. Denn ich glaube, die Generation in meinem Alter werden wir dort nicht mehr hinbringen, wenn nicht die Jugend wirklich aufsteht. Ich sehe das fast tagtäglich in der Gemeindepolitik. Wir diskutieren darüber, ob wir Weihnachtsbeleuchtung einschalten oder nicht. Wir können keine Windräder in der Region bauen, weil die hässlich sind. Und solange wir so denken, werden wir es nicht schaffen. Ja? Und daher meine Bitte und mein Appell an alle Jungen, seid laut, steht auf, lasst euch nicht mundtot machen und zeigt es den Erwachsenen, dass es eure Welt ist und dass ihr wirklich weiterkommen wollt und dass ihr weiter auch auf einem Planeten leben wollt, der für euch gut ist. Dankeschön. Aber nur der Jugend das Aufbürden geht auch nicht. Es ist schon auch unsere Verantwortung. Aber ich gehe davon aus, dass Sie das nicht gemeint haben. Also, ja. Aber sozusagen, es brauchen oft die Erwachsenen einen Stoß, damit dann wirklich sich was ändert. Aber wir haben durchaus wesentliche Verantwortung, weil noch einmal, innerhalb der zehn Jahre werden die Jugendlichen, die jetzt auf der Straße stehen, noch nicht die Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen müssen schon wir treffen oder eigentlich schon die nächste Generation nach mir, aber dazu, und da haben wir eine Verantwortung. Sozusagen je größer die Tragweite unserer Entscheidungen, also sozusagen je höher wir in der Hierarchie der Entscheidungen sind, desto größer ist die Verantwortung. In der momentanen individuellen Verkehrsindustrie, Autos etc. ist ja gerade ein sehr großer Trend, die Elektromobilität. Und da bringen die großen Autofirmen gerade jeder noch größere elektrische SUVs heraus und so, von denen man natürlich weiß, dass sie nicht besonders viel mehr klimafreundlich sind als vielleicht ein kleiner Verbrenner. Und da ist meine Frage, gibt es in der Individualmobilität überhaupt noch eine wirkliche Zukunft? Also bringt diese ganze Elektroauto-Geschichte was oder ist die Zukunft eh der öffentliche Verkehr? Danke für die Frage.
Ein Thema, das glaube ich viele Menschen interessiert, das aber ich ja, aus Zeitgründen ausgespart habe. Es ist so, dass ich glaube, dass es bei der Mobilität zunächst einmal, das fängt eigentlich schon bei der Raumplanung an, nicht? Also ich muss eigentlich schon den Ort so gestalten oder die Stadt so gestalten, dass man zu Fuß oder mit dem Rad die wesentlichen Bedürfnisse, die man täglich braucht, erfüllen kann. Dazu gehören durchaus auch Schulen, Sportplätze und Ähnliches, dass das nicht jedes am anderen Ende des Ortes ist, wo man womöglich noch irgendeine Durchfahrtsstraße queren muss. Das heißt, es fängt bei der Raumplanung an, nur ist Raumplanung etwas, was langsam geht. Also man kann ja jetzt nicht alles niederreißen und alles neu aufbauen in einem Sinn, sondern es geht langsam, aber trotzdem sollte man bei jeder einzelnen Entscheidung, und sehr viele Orte entscheiden sich jetzt leider immer noch dafür, dass sie außerhalb des Ortskerns Einkaufszentren bauen. Und das ist im Grunde genommen eine falsche Entwicklung. Wissen wir schon längst, aber es hat sich irgendwie noch nicht durchgesprochen. Also es fängt bei der Raumplanung an, geht aber dann weiter, und letzten Endes wird es darum gehen, dass wir nicht mehr, dass wir sehr wohl noch individuelle Mobilität haben, auch mit Fahrzeugen, also mit Autos, aber dass wir die Autos nicht mehr besitzen werden, sondern dass sie einfach ein Autopool sind, wo man sich das ausborgen kann, mit der modernen Möglichkeiten vorzureservieren, auch kurzfristig, und so ist das eigentlich kein wirkliches Problem mehr. Und diese Autos werden Elektroautos sein, und sie werden aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden. Es gibt Berechnungen, die zeigen, dass wir da auf mindestens 70% der Autos verzichten können. Das heißt, es wird nur mehr 30% geben. Und das heißt, wir brauchen nur mehr weniger als ein Drittel der Autos überhaupt erzeugen. Das heißt, wir brauchen viel weniger Material und weniger Energie. Und die sollen aber dann sozusagen allgemein zur Verfügung stehen. Muss ich immer aufpassen, weil dann kommt sicher irgendwer, der aufsteht, ja, aber wenn jemand gehbehindert ist. Wir sollten nicht das Allgemeine am Einzelfall ausrichten, sondern für den Einzelfall eine Lösung finden. Und wenn es Menschen gibt, die ein individuelles Auto brauchen, dann sollen sie das individuelle Auto haben. Aber wir sollen sehr sorgfältig überprüfen, ob das wirklich so ist. Und ich denke mir, eine gute Möglichkeit, das zu überprüfen, ist, dass man sich einmal vorstellt, dass einem der Führerschein abgenommen wird auf 3 Monate oder auf ein halbes Jahr, aus welchem immer Grund. Und was ist dann? Nicht, ist man dann völlig aufgeschmissen oder findet man Lösungen? Und wahrscheinlich finden die meisten von uns eine Lösung, wie sie auch ohne Auto zurechtkommen. Und das heißt, es geht. Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Wir brauchen ein Umdenken, dass wir nicht ständig Gründe suchen, warum wir etwas nicht verändern können, sondern dass wir überlegen, wie können wir es verändern. Und dann kommt man eben drauf, bei sehr vielen Sachen, dass das durchaus geht. Also Mobilität wird, glaube ich, sich wesentlich verändern. Und jetzt vielleicht noch ein kurzes Wort zu Elektro versus Diesel oder Benziner. Es ist so, dass in der Produktion beide, zwar aus verschiedenen Gründen, aber beide ungefähr gleich viel Energie erfordern und gleich viel Ressourcen erfordern, dass im Betrieb das Elektroauto günstiger ist, aber eigentlich der wirkliche Unterschied kommt nur, wenn es viel fährt. Also wenn ich ein Auto habe, so wie mein Auto, das 99% der Zeit nur steht, dann zahlt es sich überhaupt nicht aus, ein neues zu kaufen, sondern fahre ich eine uralte Kiste, übernommen von wem anderen, der sie nicht mehr fahren wollte, eine uralte Kiste, auch wenn sie mehr Treibhausgas emittiert wie neuere, aber ich fahre so wenig, dass der Aufwand, ein neues Auto zu produzieren, damit ich damit fahren kann, viel größer ist. Das heißt, wenn ich wenig fahre, kein neues Auto, mit dem alten weiterfahren. Wenn ich sehr viel fahre, und da ist es eben, deswegen geht es eben darum, dass man das Auto gemeinsam nutzt, dann wird nämlich viel gefahren, dann wird das Elektroauto wirklich wesentlich günstiger. Wobei, und da meine ich jetzt nicht nur kostenmäßig, sondern emissionsmäßig, wobei man dazu sagen muss, natürlich muss man auch davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit im Bereich der Batterien wirklich technologische Fortschritte erzielt werden. Und solange das nicht der Fall ist, müsste man Wert darauf legen, dass beim Abbau von Lithium zum Beispiel Umweltschutz- und Menschenrechtsregeln eingehalten werden. Das macht die Batterie teurer, aber das muss es uns wert sein. Das heißt, wir können auch mit Elektroautos umweltfreundlich agieren, nur halt zu einem etwas höheren Preis,
und natürlich den politischen Willen, das zu tun. Das müssen also die Firmen dann sagen, ja, wir importieren nur diese, nur die Batterien, die tatsächlich auch umweltfreundlich produziert wurden. Weil immer wieder heißt, ja, die Batterien, das ist so ein Problem. Es ist ein Problem, aber da muss man sagen, das Öl zur Produktion des Diesels ist ein noch viel größeres Problem. Also wesentliche Veränderung fängt bei der Raumplanung an, aber geht bis dorthin, wo man eben Autos gemeinsam nützt und nicht mehr selber besitzt. Im Übrigen, das klingt vielleicht jetzt um Gottes Willen, dann habe ich kein Auto mehr, aber denken Sie nur daran, Sie brauchen nicht an den Reifenwechsel denken, Sie brauchen nicht ans Pickerl denken. Wenn Sie irgendwo eine Schramme abkriegen, dann kümmert sich wer andere darum, dass die wieder ausgebügelt wird. Sie haben wesentlich weniger Kosten, weil Sie fahren ohnehin nicht so viel mit Ihrem Auto. Das heißt, es sind eigentlich nur Vorteile. Wir müssen nur diese geistige Umstellung schaffen, dass wir nicht alles besitzen müssen, sondern dass wir es einfach nützen. Vielleicht kann ich hier ganz kurz ergänzen. Ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren mit dem Direktor des ÖMTCs Oberösterreich gesprochen und der ÖMTC hat eigentlich komplette Konzepte für autonomes Fahren in den Großstädten. Es funktioniert so, dass dort Autos im Prinzip herumfahren und man kann die anfordern, autonom, das heißt ohne Fahrer. Man steigt ein und der fährt dann dorthin, wo er will und fährt dann sofort wieder zum nächsten. Also diese Konzepte gibt es und die ÖMTC rechnet, dass in ein paar Jahren in den Ballungsräumen diese Konzepte wirklich schon greifen. Auch da muss man aufpassen, dass nicht, weil es so bequem ist, man eben dann doch mit dem Auto fährt, statt mit dem Fahrrad zu fahren. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass autonome Fahren für manche Zwecke wichtig ist. Aber ich habe zum Beispiel mit einem Juristen eine Diskussion gehabt, der hat sich Gedanken darüber gemacht, wie muss man die österreichische Verkehrsordnung verändern, damit das autonome Fahren erlaubt ist. Weil in unserer Verkehrsordnung steht überall der Lenker. Und wenn man den Lenker herausstreicht, dann wird das juridisch ein bisschen schwierig. Das heißt, er hat einen sehr faszinierenden Vortrag darüber gehalten, wie man das ändern könnte. Und ich habe ihn dann gefragt, aber mit welchem Ziel? Unter welchen Umständen soll das autonome Fahren erlaubt sein und unter welchen nicht? Und darüber hat er sich überhaupt noch nie Gedanken gemacht. Und ich glaube, das müssen wir, genauso wie wir über Drohnen uns Gedanken machen müssen. Wann wollen wir sie, für welche Zwecke wollen wir sie und wo wollen wir sie nicht? Das gilt für die gesamte Digitalisierung. Die Digitalisierung birgt unheimliche Möglichkeiten für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Aber sie birgt noch viel mehr Möglichkeiten für noch mehr Ressourcenverbrauch und für letztlich für demokratiegefährdende Maßnahmen oder Entwicklungen, das sind gar nicht Maßnahmen. Und der Gesetzgeber hinkt ununterbrochen hinten nach hinter der Technologie. Und sobald die Technologie einmal da ist, will niemand mehr darauf verzichten. Und das ist ein Problem, dem wir uns stellen müssen. Es gibt einfach Sachen, die sind vielleicht bequem und nett zu haben, aber sie sind einfach kontraproduktiv und nicht zukunftsfähig, im Sinne von, es ist kein Teil einer zukunftsfähigen Entwicklung. Und da ist die Digitalisierung ein ganz wesentliches Problem. Aus der Nicht-Digitalisierung möchte ich Ihnen nur ein Beispiel sagen. Die Japaner haben nach dem Unfall von Fukushima natürlich mit wesentlich weniger Energie auskommen müssen, weil alle Kernkraftwerke abgeschaltet wurden. Wesentlich weniger Energie. Und eines ihrer Probleme war, dass sie keinen beheizten Klodeckel mehr hatten. Wir lachen drüber, bei uns geht niemandem der beheizte Klodeckel ab, aber die Japaner sind ihn so gewohnt, dass ihnen der wirklich abgegangen ist. Das heißt, wir sollten uns gar nicht gewöhnen an diese Sachen, die letztlich auf Dauer nicht verfügbar sein können, jedenfalls nicht so, dass jeder Mensch in der Welt sie hat. Das heißt, deswegen bin ich also da ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, dass es durchaus gute Zwecke gibt, wo man das einsetzen kann, aber sozusagen einfach damit den jetzigen Verkehr ersetzen, halte ich für eine falsche Entwicklung. So, es mag jetzt vielleicht gegen den Gedanken von Ihrem Vortrag sprechen, aber es gibt landläufig genug Meinungen. Eine wird vielleicht vertreten durch einen amerikanischen Nichtwissenschaftler, aber ganz gescheiten Menschen mit einem roten Kapperl, Amerika First. Der andere ist in Österreich
gehört zur Blauen Gilde, der auch sagt, Klimawandel hat es immer schon gegeben, aber das braucht man jetzt nicht diskutieren. Aber ich habe jetzt gestern eine archäologische Zeitschrift fertig gelesen, wo ein großes Kapitel drüber war, über die Türe vom Iberischen Halbinsel bis zum Indus-Gebiet vor 4.300 Jahren im Durchschnitt, also 4.200, 4.400 vor. Und warum und so weiter und was die Folgen waren, das ganze Reich, wie das Mitternich-Reich untergegangen ist durch Streitereien, durch Morde und so weiter, weil sie einfach nichts zum Essen gehabt haben. Und man hat jetzt seit 30 Jahren ungefähr archäologisch immer mehr bestätigen können, ob das wirklich stimmt. Und warum? Und da frage ich mich jetzt, also haben die jetzt recht, dass es die schon immer gegeben hat? Oder, ja, ja. Wie soll man sagen, was hat da damals dazu geführt, zu diesen Türen? Die haben kaum einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen und trotzdem ist es passiert. Und also, aber ich bin trotzdem Ihrer Meinung, es wird schlimm kommen, wenn wir nichts dagegen tun. Ja, ich glaube, das sind zwei Sachen dazu zu sagen. Das eine ist, dass Klimaänderungen eben wirklich dramatische Auswirkungen haben. Also auch die Abkühlung zur kleinen Eiszeit, wo es in Europa um 5/10 bis 8/10 kälter geworden ist, hat dazu geführt, dass Hungersnöte ausgebrochen sind und in Irland die Kartoffelfäule aufgetreten ist und Millionen Iren nach Amerika ausgewandert sind. Deswegen, es gibt so viele Iren in Amerika. Also Klimawandel hat einfach gesellschaftliche Konsequenzen, nicht nur damals, sondern auch jetzt. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir das beherrschen. Das heißt, der Klimawandel ist ein gesellschaftliches Problem. Und nur als Beispiel die Dürre in Syrien. Das waren 11 Jahre Dürre und das war nicht zuletzt der Grund, warum der Bürgerkrieg in Syrien ausgebrochen ist, mit all den Flüchtlingen und all den Konsequenzen, die das hatte. Also das ist, glaube ich, etwas, was Ihre Erzählung auch bestätigt. Also Klimawandel hat gesellschaftliche Konsequenzen. Deswegen ist es auch falsch, das Klimaproblem nur als Umweltproblem zu betrachten. Das Klimaproblem ist ein gesellschaftliches Problem und zwar erster Güte. Die zweite Frage ist, hat es immer schon gegeben? Natürlich hat es schon immer Klimawandel gegeben. Also Eiszeiten, Warmzeiten, also natürlich hat es Klimawandel gegeben. Er ist zum Großteil viel langsamer abgelaufen. Das andere ist, dass ich vergleiche das immer, Sie können Kopfweh haben, immer wieder Kopfweh haben, weil Sie einfach zu viel trinken. Aber Sie können trotzdem sich an einem Tag mit dem Schädel gegen die Tür gerannt sein und haben auch Kopfweh. Das heißt, nur weil Sie Kopfweh haben, heißt das nicht, dass das immer dieselben Gründe hat. Das heißt, es gibt natürlich auch extreme Ereignisse in der Vergangenheit, aus anderen Gründen als jetzt. Und die jetzigen Gründe verstehen wir ziemlich genau. Und das sind Gründe, wo wir was tun können. Natürlich könnte auch ein Meteorit auf die Erde fallen und einen Klimawandel verursachen, dann muss man sagen, das ist Schicksal. Aber dass wir so viel Treibhausgase in die Atmosphäre einbringen, ist nicht Schicksal, sondern das ist etwas, was wir aktiv tun. Und da können wir was dagegen tun. Und darum geht es. Und wie gesagt, die Sahara war einmal grün und voller Vegetation. Natürlich hat es Klimawandel gegeben. Das wird kein Klimatologe leugnen. Die Frage ist, warum passiert der Klimawandel jetzt? Verstehen wir genug, um einigermaßen sicher zu sein, dass wir wissen, wovon wir reden? Und da muss ich sagen, seit 30 Jahren mindestens kann man auch die Prognosen, also die Erwartungen, Prognosen ist das falsche Wort, die Szenarien nachlesen und man sieht, dass das, was von der Wissenschaft erwartet wurde, auch eingetreten ist. Also ein zunehmender Beweis, dass es richtig ist.
Einen letztgültigen Beweis kann die Naturwissenschaft nie für kausale Zusammenhänge nie liefern. Auch die Tatsache, dass es eine Schwerkraft gibt, ich sage jetzt Tatsache, ist in Wirklichkeit nicht beweisbar. Nicht wie, wenn ich das auslasse, erwartet jeder von Ihnen, dass es am Boden fällt. Ich versuche es nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass es richtig ist. Es wird kaum in die Höhe steigen. Und wir nennen das Schwerkraft. Und wir wissen, dass wenn ich nicht das fallen lasse, sondern das, dann fällt es auch hinunter. Also wir haben eine ziemlich starke Hypothese, was passiert, wenn ein Gegenstand sozusagen nicht mehr, keine Kraft mehr ihn irgendwo hält, sondern ausgelassen wird. Und wir nennen das Schwerkraft. Und wir können daraus alles Mögliche folgen, aber wir können es nie beweisen. Die Wissenschaft, die Naturwissenschaft kann nicht beweisen, warum etwas so ist. Sie kann nur immer wieder versuchen, wenn man mit Karl Popper redet, immer wieder versuchen, es zu widerlegen, irgendwas zu finden, was eben dann doch nicht hinunterfällt. Und wenn das gelingt, dann muss man sich neu überlegen, was ist das. Aber wenn es immer wieder versucht wird und immer wieder, egal ob hier oder in Südamerika oder sonst wo, und hier oder in 10 Kilometer Höhe, wenn immer wieder dasselbe passiert, dann ist es einmal vernünftig anzunehmen, das ist so. Und dann ist es vernünftig, mit der Schwerkraft zu rechnen. Und so ähnlich ist es beim Klimawandel, nicht? Wir können alle möglichen Hypothesen aufstellen, was die Ursache für die Veränderungen ist, aber das, was am meisten von der beobachteten Veränderungen erklärt, und wenn wir es immer wieder versuchen und immer wieder draufkommen, ja, das passt, dann müssen wir irgendwann einmal davon ausgehen, das stimmt, und wenigstens so handeln, als ob es stimmen würde. Alles andere wäre fahrlässig. Und in dem Sinn kann ich Ihnen nicht beweisen, dass der Klimawandel durch CO2 entsteht, aber wir haben keine bessere Erklärung, und die Treibhausgaskonzentrationszunahme in der Atmosphäre erklärt einfach praktisch alles, was wir beobachten können. Wie ich hergekommen bin heute Abend zu dem Vortrag, war ich ein bisschen gespannt praktisch, wie viele Fahrräder da sein werden, wie viele mit dem Rad angereist sind. Und meine Frage war jetzt an alle quasi, warum das nur bei 3 Leuten möglich war. Seid ihr alle so weit hergefahren? Was? Also sind mehr als 3. Okay, dann habe ich vielleicht was übersehen. Wo. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, es gibt nicht nur das Fahrrad, man kann auch zu mehr im Auto fahren, auch das ist schon ein wichtiger Schritt, dass man nicht allein fährt. Aber vielleicht kann ich da eine kleine, Sie einladen zu einer kleinen Übung, einem kleinen Experiment, wenn man so will. Da würde ich Sie bitten, Ihre Arme auszubeuteln und sie dann vor dem Körper zu verschränken. Keine Angst, das Ganze tut nicht weh, man blamiert sich auch nicht. Wenn Sie jetzt schauen, welches Handgelenk Sie oben haben, ich habe das linke Handgelenk oben, wer hat noch das linke Handgelenk? Ja, und wer hat das rechte? Ja, ungefähr halb-halb, würde ich sagen, das ist meistens so. Jetzt würde ich Sie bitten, noch einmal zu beuteln und noch einmal Ihre Arme zu verschränken. Wer hat jetzt dasselbe Handgelenk oben? Das sind fast alle, und das ist nicht verwunderlich, weil es eine Gewohnheit ist. Jetzt würde ich Sie bitten, ein letztes Mal zu beuteln und jetzt die Gewohnheit der anderen einmal abzunehmen, also die Hände so zu verschränken, wie es die andere Hälfte gemacht hat. Gewohnheiten ändern erfordert Denken. Das geht nicht automatisch, das erfordert Denken. Wenn wir die Gewohnheiten nicht ändern, dann wird sich an der Klimaentwicklung nichts ändern. Dann wird es weiter so gehen wie bisher, also immer schlimmer werden. Das heißt, wir müssen, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, mit dem Kopf anfangen. Klimaschutz beginnt im Kopf. Und das heißt auch, es beginnt damit, dass Sie darüber nachdenken, wie kann ich zukünftig zu Veranstaltungen fahren, mit wem könnte ich mitfahren, kann ich mit dem Fahrrad fahren, kann ich zu Fuß gehen. Das sind Gewohnheiten, die man ändern muss. Und es gibt natürlich viele andere Gewohnheiten. Ich weiß nicht, welche für Sie jetzt sozusagen passt, aber überlegen Sie sich's, fangen Sie an, Gewohnheiten zu ändern. Und wie gesagt, das beginnt im Kopf. Man muss sich das wirklich ganz konkret vorstellen. Man muss sich vorstellen, von jetzt an tue ich dies oder jenes.
esse ich nur mehr, weiß ich, dreimal in der Woche Fleisch oder gehe ich zu Fuß in die Schule oder was immer. Man muss es sich konkret vorstellen, solange man abstrakt bleibt, ich mache Klimaschutz, passiert gar nichts. Jetzt sind wir, die wir hier sind, durchaus bereit, unsere Gewohnheiten zu ändern, aber es sind ja sehr viele nicht da. Wie soll der Bewusstseinswandel in der Gesellschaft funktionieren? Natürlich durch Demonstrieren gehen, mit der Nachbarin reden, vorne immer mit mir, aber ich kann ja keinem persönlich jetzt irgendwie zu nahe treten oder irgendwer muss es ja vorleben. Was sind da Ihre Ideen, was sind die Szenarien? Also wenn wir die Antwort auf diese Frage hätten, dann hätten wir wahrscheinlich den Klimaschutz schon. Das heißt, es ist nicht trivial. Ich glaube, das Wesentliche, das wirklich Wesentliche daran ist zu zeigen, dass es mit anderen Gewohnheiten schöner ist. Also ich bin jahrelang mit dem Auto ans Institut gefahren und war stolz, weil mein Mann gemeinsam mit mir gefahren ist. Wir waren zu zweit im Auto in einem Meer von Autos, wo meistens nur einer drin gesessen ist. Also wir werden doppelt so gut wie alle anderen. Aber immer noch schlecht. Leider immer noch schlecht. Wir sind dann umgestiegen auf öffentliche. Wir haben einfach eine Jahreskarte gekauft. Einfach brutal eine Jahreskarte. Und dann fängt man an, naja, jetzt habe ich es schon gezahlt, jetzt will ich es auch ausnützen. Klimaticket ist sowas, probieren Sie es aus. Also ich kaufe es und dann denke ich mir, jetzt nütze ich es auch aus. Und wir sind also jahrelang mit den Öffentlichen gefahren und haben festgestellt, dass es viel stressfreier ist. Dass wir Gelegenheit haben, miteinander zu reden, vielleicht auch vor uns hinzudösen oder einmal was zu lesen, noch etwas vorzubereiten, wenn noch was vorzubereiten ist. Und dann sind wir umgestiegen aufs Fahrrad. Wir haben ein Klapprad gekauft, mit dem wir in den Öffentlichen auch fahren können in Wien, weil wir immerhin von einem Ende von Wien zum anderen Ende müssen und das ist nicht bei jedem Wetter und nicht bei jeder physischen Kondition leicht möglich. Das heißt, wir fahren mit dem Fahrrad bis zur Schnellbahn, dort steigen wir ein und am anderen Ende steigen wir wieder aus und fahren bis zur BOKU. Wissen Sie, was das für Genuss ist? Wie schön das ist, mit dem Rad zu fahren? Also sozusagen, ich würde überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, dass ich mich in diese Kiste hineinsetze. Und nicht aus Klimaschutzgründen, das auch, aber primär, weil es einfach schön ist, weil ich Lebensqualität gewinne. Dann kommt immer die Frage, und was ist, wenn es schneit? Gott, also an dem Tag, wo es schneit, kann ich mich auch einmal in die Öffentlichen setzen. Aber ich kann nicht mein ganzes Verhalten an den 3 Tagen, wo es in Wien schneit, ausrichten. Und das ist aber unser typisches Denken. Es fällt uns immer die einige Situation ein, wo es nicht passt. Und deswegen machen wir es die anderen 99% der Fälle nicht. Also ich glaube, wirklich zeigen, dass es ein Vorteil ist, dass es schöner ist. Und da ist zum Beispiel das Autofasten, glaube ich, eine gute Methode, wenn wir jetzt bei der Mobilität bleiben. Das ist nicht etwas, wo man sich auf Dauer verpflichtet, nie wieder mit dem Auto zu fahren, sondern man probiert es einfach einmal aus. Nicht einen Tag und nicht 2 Tage, sondern schon eine Woche oder vielleicht einen Monat. Dass man sich wirklich auskennt mit dem öffentlichen Verkehr, den man dann verwendet, dass man weiß, wo die Station ist, dass man weiß, wie man den Fahrschein kriegt und so weiter. Und dann will man wahrscheinlich nicht mehr zurück. Also das sind, glaube ich, Sachen dasselbe beim Essen. Also mein Mann hat einen Freundeskreis in die Ehe mitgebracht, ich will es fast sagen, von lauter Menschen, die unheimlich gern essen, und zwar ziemlich viel Fleisch. Ja, wir haben sie dann einfach einmal eingeladen zu einem Abendessen vegetarisch. Es hat ihnen unheimlich geschmeckt, war eine sehr gute Köchin, hat ihnen unheimlich geschmeckt und sie sind dann am nächsten Tag gekommen und haben gesagt, so gut habe ich noch nie geschlafen, nachdem ich so viel gegessen habe. Weil es einfach das Vegetarische viel leichter zu verdauen ist und man nicht die ganze Nacht der Körper sich bemüht, endlich dieser Schnitzel loszuwerden. Das heißt, man kann einfach zeigen, dass vieles viel, viel schöner wird. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel dazu. Und man muss aber die Menschen dazu gewinnen, dass sie es wenigstens einmal versuchen, dass sie diesen ersten Versuch machen. Und da ist es ganz, da kann man selber viel dazu beitragen, auch mit Vorbild. Also Vorbild ist auch etwas ganz Wesentliches. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, eben wir haben schon gesehen, das Bewusstsein ist aber ganz wesentlich und jeder von uns kann und muss einen Beitrag leisten. Es gibt aber natürlich die großen Rahmenbedingungen und mich würde interessieren, was lassen Sie dran glauben, dass wir es noch schaffen können? Weil, sage ich, die kleinen Maßnahmen sind natürlich wichtig, aber die großen Rahmenbedingungen und die bestehenden Systeme, die erlebe ich seit 15, 20 Jahren als derartig bremsend und beharrend,
dass ich immer schwer tue, dass ich daran glaube, dass wir es auch, wenn wir alle sehr motiviert sind und unser Bewusstsein und Verhalten verändern, dass wir es noch schaffen können. Was lässt Sie daran glauben? Sie sind sehr tief in dieser Materie, dass wir es doch noch schaffen. Wir haben, wenn man das jetzt hier anschaut, 10 Jahre Zeit. Also ich kann Ihnen keine Versicherung abgeben, dass wir es schaffen werden. Ich kann Ihnen sagen, dass aus wissenschaftlicher Sicht es noch schaffbar ist. Wir haben nicht so viel CO2 und Treibhausgase in der Pipeline, dass wir es nicht mehr schaffen können, aber nicht mehr lang. Also das, wir haben sozusagen eben nur eine kleine Zeitspanne, wo wir es noch schaffen können. Ob wir es wirklich schaffen werden, das weiß ich nicht. Aber ich möchte meine Zeit nicht darauf verwenden und meine Energie, das zu ergründen. Weil wenn ich da jetzt jahrelang drüber nachdenke, ob wir es schaffen werden oder nicht, dann ist die Zeit vorbei, und wo ich daran arbeiten kann, dass wir es schaffen. Ich kann nur sagen, ich für meinen Teil bin entschlossen dazu, alles dazu beizutragen, dass wir es schaffen, was ich beitragen kann. Und wenn möglichst viele andere Menschen das auch tun, dann sind die Chancen, dass wir es schaffen, wesentlich größer, wie wenn wir es nicht tun. Und letzten Endes ist das, wie soll ich sagen, man kann sich dann in den Spiegel schauen, während wenn man ständig sagt, es geht sie eh nicht mehr aus, dann möchte ich schon sehen, wie man den Kindern oder den Enkeln erklärt, was man tut. Nicht? Weil im Grunde genommen, ihnen zu sagen, du hast eh keine Zukunft, vergiss es, ist ja keine Option. Das heißt, Pessimismus, für den ist einfach zu spät. Wir können nur mehr optimistisch um darum kümmern, zu versuchen zu erreichen, dass es tatsächlich funktioniert. Und ich, sozusagen, was mir hilft beim Optimismus, ist schon, dass es in der Geschichte immer wieder Situationen gegeben haben, die unmöglich ausgeschaut haben, und dann ist es trotzdem gegangen, meistens ziemlich plötzlich. Und was dann das auslöst, ist unterschiedliches, aber ich denke, vielleicht ist es auch jetzt der Ukraine-Krieg, der in Europa etwas auslöst. Ich weiß es nicht. Wenn man in Deutschland eben schon darüber diskutiert, dass man einen Reichtumsausgleich macht, indem man wie man das nach dem Krieg gemacht hat, da hat man nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1952, hat man Vermögen, und zwar nicht nur hohes Vermögen, sondern ab einer gewissen Grenze, aber das war sehr niedrig, hat man Vermögen mit 50% besteuert, und diese 50% Steuer konnten über 30 Jahre gezahlt werden. Das ist einfach ans Finanzamt abgeführt worden, und dieses Geld ist verwendet worden, um den Menschen, die im Krieg alles verloren haben, wenigstens eine gewisse Existenzbasis zu schaffen. Und jetzt diskutiert man das, ob das nicht wieder ein geeigneter, ein notwendiger, ein vielleicht wünschenswerter Schritt wäre. Ich möchte jetzt gar nicht darüber reden, ob es einer ist, aber allein die Tatsache, dass jetzt Armut und Ungleichheit zu einem Thema geworden sind, macht mich optimistisch, dass es vielleicht trotzdem möglich ist, hier Veränderungen herbeizuführen. Dass man nicht mehr nur sagt, ja, wer arm ist, verdient das, weil er zu faul war oder sonst was, sondern dass man plötzlich erkannt hat, dass das eben nicht ein persönliches Versagen ist, sondern dass ein gesellschaftliches Versagen ist, das für diese Ungleichheit sorgt, und dass wir ein Finanzsystem haben, dass das diese Ungleichheit systematisch verstärkt und systematisch das Geld von den vielen Wenigverdienern hinauf transferiert zu den wenigen Vielverdienern. Und wenn man das einmal erkannt hat und darüber redet, dann kann man die Probleme lösen. Wenn man es nicht erkennt, dann kann man die Probleme nicht lösen. Das heißt, ich glaube, wir machen schon Fortschritte. Ob sie schnell genug gehen werden, das weiß ich nicht. Aber man kann nur jeden dazu ermutigen, dass er seinen Teil beiträgt, damit das möglichst schnell geht und damit wir es noch schaffen. Bei mir ist ganz stark in Erinnerung diese Folie, die Sie uns gezeigt haben mit den Säulen, wo oben die weißen Flächen waren, gleich drunter die schraffierten und dann die anderen. Und das ist bei mir, also hat mir noch viel deutlicher gezeigt, dass eigentlich wirklich, abgesehen von den großen Rahmenbedingungen, jeder und jede von uns richtig große Beiträge leisten kann. Und wenn das viele tun, das ist jetzt eher eine alte Geschichte, wenn das viele tun, dann wird sich viel bewegen. Das ist das eine. Was für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis ist, oder das nehme ich immer ganz stark mit,
Ich frage mich immer, wie, also viele Menschen haben so Angst, dass einer jetzt was weggenommen wird, dass sie worauf verzichten müssen, dass etwas verboten wird. Und diese Geschichte mit dem Gewinn, den man eigentlich durch Wechsel der Gewohnheiten, durch Ändern oder durch einen Verzicht, aber durch den Gewinn von was anderem haben kann, das ist für mich ein ganz starker Knackpunkt. Danke dafür. Und das ist so auch die Frage mit der Begeisterung, das haben Sie jetzt auch gezeigt mit Ihren Beispielen. Ich glaube schon, dass das sehr stark anstecken kann. Und wenn es gelingt, die Begeisterung weiterzugeben für diesen Gewinn, den wir eigentlich durch den Wechsel haben, dann, ja, dann glaube ich, wäre viel gewonnen. Also eigentlich bin ich sehr optimistisch. Ich kann das noch vielleicht ein bisschen verstärken. Man kann wissenschaftlich untersuchen, welche Werte Menschen haben. Und da zeigt sich, dass die Grundwerte eigentlich auf der ganzen Welt in allen Kulturen gleich sind. Eben einerseits Kooperation, Mitgefühl, Selbstwertgefühl, aber durchaus auch Konkurrenz und Macht und Prestige. Das gibt es überall auf der Welt. Und manche sind sozusagen gegensätzlich. Und die entscheidende Frage ist, welche dominieren. Und das ist natürlich, ändert sich auch im Laufe des Tages. Also es gibt irgendwie Situationen, wo der Wettbewerb relevant ist und dann gibt es Situationen, wo man unterstützt und wo man hilft und wo der Wettbewerb keine Rolle spielt. Und die Frage ist, was dominiert in einer Gesellschaft? Und da zeigt sich eben, dass wenn diese, man nennt sie intrinsischen Werte, wo man sozusagen aus eigenem ein gutes Gefühl hat, wenn man es tut, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass mir anderer sagt, du bist großartig. Also Prestige auf einer Insel, wo man allein ist, gibt es kein Prestige. Also wenn da keiner da ist, der sagt, du bist toll, ja, nix so. Also das heißt, das sind extrinsische Werte. Und wenn man diese intrinsischen Werte, wenn die im Vordergrund stehen, dann geht es den Menschen besser, sie sind glücklicher. Und gleichzeitig sind sie eher bereit, solche Sachen wie Klimaschutz oder auch Menschenrechte zu vertreten und zu verteidigen. Das heißt, wenn wir das Richtige, sage ich jetzt einmal, wenn wir das Richtige tun, sind wir auch glücklicher dabei. Und ich glaube, allein das ist es schon wert. Weil im Grunde genommen, wenn ich jemandem helfe, selbst wenn der nicht Danke sagt, habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe das Richtige getan. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist im Moment ganz stark geprägt auf die anderen, auf die extrinsischen Werte, nicht? Also wenn Sie sich die Plakate anschauen, wenn Sie sich die Werbung anschauen, es geht um Reichtum, um Macht, um Schönheit, um Prestige. Also wie voll die Zeitungen sind von irgendwelchen Künstlern, wo es gar nicht um ihre Kunst geht, sondern um ihren Lebensstil, das ist ja völlig, völlig verkehrt, nicht? Und das Interessante ist, und das ist jetzt wieder ein Auftrag sozusagen an alle, insbesondere auch in der Schule, je mehr man über die Werte spricht, desto wichtiger werden sie im Leben. Das heißt, je mehr wir über die guten Werte, über die intrinsischen Werte reden, desto mehr Bedeutung gewinnen sie. Und da kann ich nur wieder die BOKU als leider schlechtes Beispiel nennen. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Zeitschrift, wir haben so eine, ich glaube, weiß ich, viermal im Jahr erscheint die, ein BOKU-Papier, und da war auf dem Titelblatt waren sozusagen die Absolventen der BOKU, also so wichtige Absolventen der BOKU, und da waren 9 Gesichter drauf, und das waren erstens alles Männer, zweitens waren es lauter Politiker oder Wirtschaftsbosse. Da war kein Künstler dabei, da war kein Vater dabei, da war keine Mutter sowieso nicht. Ne? Nur sozusagen, wer hat Macht und Geld bekommen? Und wenn ich das den Studierenden gebe und sage, seht her, das könnt ihr werden, wenn ihr an der BOKU seid, dann kann ich mir nicht wundern, wenn die alle Macht und Geld haben wollen. Ne? Wenn ich ihnen zeigen würde, einen liebevollen Vater oder eine künstlerisch begabte Frau oder sowas, dann ändert sich plötzlich das Denken. Und das ist das, was wir erreichen müssen, dass wir über die Sachen reden, die einen wirklichen Wert im Leben haben, dann gewinnen sie auch an Bedeutung und dann fühlt man sich auch wesentlich besser. Ja, ich hätte eine Frage zu den Institutionen oder den Ebenen der Klimapolitik oder der Wirksamkeit. Sie haben aufgezählt die Lokale, da bewegen wir uns jetzt.
dann die Gemeinde, die Landespolitik, dann die europäische und dann haben sie aufgehört. Und meine Frage wäre, ob Sie in den nächsten 10 Jahren oder in absehbarer Zeit irgendeine globale Institution sehen, die entsteht. Der Klimarat könnte sowas sein oder die UN, die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt, die Umsetzung auch irgendwie einzuklagen, international. Oder weil ansonsten fehlt mir in dieser lokalen Ebene ja auch dieser globale Austausch, in dem wir extrem stehen. Und kalt duschen ist eine Möglichkeit, aber global zu produzieren, in der leben wir auch. Und da würde mich interessieren, ob Sie da irgendetwas sehen, das da kommen könnte. Also wir haben keine globale Regierung. Wir haben ein globales Gremium, die UNO. Und die hat zum Beispiel die nachhaltigen Entwicklungsziele entwickelt. Und das ist das Nächste an eine globale Vision, wo es hingehen kann, was wir haben. Ob eine globale Regierung wünschenswert ist oder nicht, bin ich nicht wirklich schlüssig. Es gibt viele, die meinen, wir brauchen eine globale Regierung, um die globalen Probleme zu lösen. Ja, das kann sein, wenn wir einen guten Weg finden, wie diese Regierung gewählt wird oder wie diese Regierung zustande kommt. Wenn wir das einfach den Machtverhältnissen überlassen, dann ist es, glaube ich, gut, dass wir keine globale Regierung haben. Also, ich meine, wir sehen es ja schon bei der EU, diese Zweischneidigkeit, nicht? Also, dass Kernenergie als grüne Energie eingestuft wird, hat nichts mit wissenschaftlicher Erkenntnis oder Belegen zu tun, sondern ausschließlich mit Machtpolitik und dass man Frankreich nicht verlieren möchte, nicht so etwa. Also, da, ja. Ich glaube, dass die Transformation ganz stark von der Gemeinde, von den unteren Ebenen herkommen muss. Ich glaube nicht, dass wir, ich meine, wir haben gute Ziele bei der EU, einigermaßen gute Ziele, aber ich glaube, die eigentliche Transformation muss von den Menschen und von unten heraufkommen. Ich glaube nicht, dass sie von oben verordnbar ist. Ja, danke für den Vortrag. Wir sind eine Wiederholungstätte, wir sind schon das vierte Mal bei Ihrem Vortrag, also es muss was Gutes haben. Nur heute ist mir eins aufgefallen, und zwar es ist der Gang um diese thermische Verwertung von Holz. Ich gehe mal davon aus, dass Holz und thermisch verwertet werden, es wirklich nicht nutzbar ist als Brennholz. Das ist einmal der Punkt 1. Punkt 2 ist, glaube ich, auch das, also soweit die Zahlen noch stimmen, in Europa wächst noch mehr Wald nach, als verbraucht wird. Der Punkt 3 ist auch das, also, ich meine, das ist ja die globale Geschichte, dass sich Regenwälder abgebrannt werden, Brandrodungen sind in den Niederlanden. Das war wirklich eine lässige thermisch verwertbare Geschichte, sogar bevor es Brennholz nutzbar wäre. Weiters, also Europa exportiert ja Unmengen an Holz nach China, weiß ich, das containerweise, schiffscontainerweise wird der Holz exportiert nach China. Andererseits bringen wir das Gas herein, importieren Heizöl, ja, ich glaube, da sollten wir sogar das Holz verbrennen, das wir da bei uns haben, statt dass man es nach China bringt. Und wir importieren es aus Rumänien. Genau, ja, wie auch immer. Ich wollte nur sagen, wir sind jetzt Freigemeinschaft da, 5 Leute und 5 Sitzer, danke. Weil zu Fuß war es zweit und zu finster ist Sabbat und Nacht. Ich hätte die Holzthematik nicht so in den Vordergrund gerückt, wenn nicht im Moment in Österreich eine massive Kampagne laufen würde für mehr Holz als Energieform. Und wir können einfach nicht viel mehr, als wir derzeit haben, liefern. Es ist einfach nicht da. Es ist mir schon klar, also wir importieren hauptsächlich Holz, das dann für Möbel oder für andere ein bisschen längerfristige Zwecke verwendet wird. Und das heimische Holz wird sehr stark eben, natürlich auch alles, was so bei der Verwendung von Holz abfällt, als Abfallprodukte wird energetisch verwendet. Das macht schon Sinn. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder, der eine Holzheizung hat, sie jetzt sofort loswerden muss. Überhaupt nicht. Aber eine starke Kampagne, dass Österreich jetzt auf den heimischen Brennstoff, der noch dazu CO2-neutral ist, umsteigen soll, die halte ich für verfehlt, weil wir einfach diese Ressource nicht haben. So viel haben wir nicht, dass wir wirklich eine massive Steigerung verkraften können. Ich habe vor kurzem mit dem Kollegen Ragam, der ja ganz stark in der Richtung ist, geredet, und er hat gesagt, er sieht es eigentlich so, dass die energetische Nutzung von Holz wesentlich effizienter erfolgen könnte, wenn man andere Öfen verwenden würde. Und das, was da eingespart wird an Holz, das könnte man wieder in effizienten Holzöfen verbrennen.
Bitte sehr, da habe ich kein Problem damit. Ob stimmt, kann ich nicht beurteilen, aber da habe ich kein Problem damit. Aber sozusagen eine massive Kampagne, dass die Österreicher, die jetzt von Gas aussteigen, auf Holz umsteigen sollen, das schaffen wir einfach nicht. Dieses Holz haben wir nicht. Na, wenn wir die Wälder behalten wollen, nicht immer. Klar, es muss ein gesunder Mix sein. Es wird natürlich dieser Hype jetzt ausgenutzt, Brennholz. Klar, es muss natürlich schon im Verhältnis stehen, was wächst zu und wie eben effizient verbrennen und, überhaupt kein Thema. Es ist jetzt der EU-Parlament, also eine Novelle im Gang, dass das CO2-neutral nicht mehr gelten soll, das Holz. Die thermische Wertung allgemein abgebremst. Das wird jetzt, ja, sollte jetzt abstimmen. Es ist ein bisschen schwer, sie zu verstehen, akustisch. Ich sage, jetzt ist EU-weit also eine Novelle im Plan, dass die CO2-Neutralität vom Holz angetragen wird. Und was ich vorher sage, was vielleicht akustisch nicht verstanden worden ist, das ist, dass klar, jeder nutzt jetzt diesen Hype aus und will sein Holz verkaufen, seine Holzhöfen. Klar, es muss im gesunden Verhältnis stehen wie alles. Es muss alles, was zur Verfügung steht, genutzt werden. Aber dann generell sagen, ich meine, ich bin dafür, es sollte nur thermisch wertbares Holz verwendet werden. Beziehungsweise Bauholz nicht. Oder erst dann, wenn sie 100 Jahre mal wieder verwertet werden soll, zweistufig. Oder man, was ich vielleicht anschließen möchte, ist ja das ganze Plastik, das im Meer herumschwimmt, diese Abermillionen Tonnen. Soll man das nicht zweistufig einmal verwerten auch, verwenden? Also klar, Plastik ist ein großes Umweltproblem. Im Zusammenhang mit dem Klima ist es relativ unbedeutend. Also noch einmal, Plastik nicht verwenden, vor allem nicht Einwegplastik, natürlich, ist ganz wichtig, weil vor allem also das Plastik einfach auch dann sozusagen sich zerlegt und in feinen Partikeln einfach sich überall findet. Aber fürs Klima ist das Plastik relativ unbedeutend. Und wenn wir eine Klimaministerin gehabt haben, die gesagt hat, wenn es ums Klima gegangen ist, ja, ich habe Plastiksackern verboten, dann ist es schön, dass sie Plastiksackern verbietet, aber fürs Klima hat sie dabei nicht wirklich was getan. Dass man das, was jetzt schon im Ozean schwimmt, verwenden sollte und auch, glaube ich, zunehmend Methoden findet, wie man das wirklich kann, vernünftig, das finde ich gut. Das finde ich gut. Und wenn das tatsächlich auch klimamäßig, das muss man erst anschauen, sozusagen den ganzen Zyklus anschauen, etwas bringt, dann umso besser. Das ganze Leben ist Lernen. Ich glaube, bei uns allen. Ich möchte Sie einladen nach Bettenbach oder Forchdorf. Dort erzeugen wir mit aufbereiteten Holznebenprodukten elektrischen Strom. Und mit der Abwärme aus dieser Stromerzeugung betreiben wir ein Fernwärmenetz. Das ist auch eine Form, wie man Holz klimafreundlich in Energie und thermische Energie verwandeln kann. Und das ist der Stand der Technik, bei dem wir jetzt sind und wir das weiterentwickeln. Also keine Angst vor Verwendung von Holz zur Energienutzung. Ich wende mich nur dagegen, dass man jetzt sozusagen das als die Lösung für unser Energieproblem propagiert. Der Anteil an Energie, den wir aus Holz gewinnen, ist minimal. Selbst wenn wir das verdoppeln, haben wir unser Energieproblem nicht gelöst. Aber wir haben gleichzeitig ein riesiges Biodiversitätsproblem, weil wir die Wälder abholzen. Das heißt, es geht mir nicht darum, dass Holz nicht verwendet werden soll. Es geht mir darum, dass man das im richtigen Ausmaß tut. Das ist das Einzige, was ich damit sagen will. Und ich weiß, dass das ein heikles Thema ist und dass ich da sehr vielen Leuten auf die Zehen steige. Aber es ist einfach eine Realität. Und ich glaube, dass man Realitäten wahrnehmen soll, bevor wir nachher bereuen, dass wir jetzt unsere Wälder gerodet haben, dass dann die Biodiversität gelitten hat, dass wir dann von den Hängen Erosion haben, wo wir sie nicht haben wollten. Das heißt, ich glaube, es geht wirklich um Maß und Ziel, wie bei fast allen Sachen. Ich bin bei Ihnen, dass das Abholzen der Wälder muss auf jeden Fall vermieden werden. Aber ich glaube, dass die österreichische Forstwirtschaft hier der falsche Adressat ist. Also Gott, ich glaube, kann vom Bezirk Kirchdorf von Gmunden sprechen. Das Thema hat jetzt mehr als genug Aufmerksamkeit bekommen. Lassen wir es dabei. Es muss auch nicht jeder meiner Meinung sein. Damit kann ich durchaus leben.
einen Punkt stimme ich Ihnen zu. Es ist nicht die Holzwirtschaft, die die Abholzung verursacht, sondern sehr oft ist es ein Versuch, noch mehr Flächen verbauen zu können. Vielleicht darf ich zum Schluss noch ein kleines Experiment machen und dann machen wir Schluss. Jetzt würde ich Sie bitten, dass wir versuchen, so wie ein gutes Orchester, alle gemeinsam einzusetzen, aber nicht mit irgendeinem Ton, sondern mit Klatschen. Einmal in die Hand klatschen. Ja? Also wenn Sie Ihre Hand bereithalten und ich zähle bis drei und wenn ich jetzt sage, dann klatschen Sie. Ja? Ich zähle bis drei und wenn ich jetzt sage, klatschen Sie und das sollte so klingen, als ob sozusagen alle wirklich ganz gleichzeitig. So. Was Sie tun, ist wichtig, nicht was Sie sagen. Was Sie tun, ist wichtig, das Beispiel ist wichtig und das ist, glaube ich, etwas, was man auch mitnehmen kann, Vorleben. Dankeschön.